Hey Leute, Coach Steffi und heute habe ich einen Oberkörper-Workout für euch. Wir gehen dazu in den Calisthenics Park, weil gutes Wetter, Corona lässt die Parks wieder öffnen, von daher auf geht's. Ich zeige euch heute, wie ihr in einem Calisthenics Park euren kompletten Oberkörper trainiert. Also Brust, vordere Schulter, den Trizeps, Push sowie den kompletten oberen Rücken mit Latissimus, Trapez, Rhomboideen, hintere Schulter und Bizeps, Pull. Und das Ganze machen wir heute in einem kleinen Zirkeltraining. Einfach, dass ihr so eine Idee bekommt, was man alles hier machen kann. Und nächste Woche, nächsten Sonntag, zeige ich euch ein Workout für die Beine, das wir auch gleich hier im Anschluss drehen, damit ihr genau wisst, Oberkörper und Beine, Bauch, damit ihr versorgt seid. Wir haben heute 3 Zirkel auf dem Plan und jeder dieser Zirkel besteht aus 3 Übungen und wir machen jeden dieser Zirkel 3-mal, bevor wir zum nächsten weitergehen. Und pro Übung machen wir so viele Wiederholungen, wie drin sind. Übung 1, raushauen, 2, raushauen, 3, raushauen, ein Supersatz, kurze Pause, nochmal durch, 3-mal durch und dann mit dem nächsten Zirkel weitermachen. Insgesamt also so circa 45 Minuten solltet ihr euch einplanen. Wir starten auch gleich mit dem ersten Zirkel, bestehend aus Pull-Ups, Tiger Band Push-Ups und Australian Pull-Ups. Wir machen von jeder dieser Übungen jeweils so viele Wiederholungen wie geht und die direkt hintereinander, alle 3 mit maximalen Reps. Also so viel wie geht, so viel jeder hinbekommt. Ist egal, ob es 5 oder 50 sind, jeder geht an sein Maximum. Ich erkläre euch ganz kurz die Technik. Pull-Up, Obergriff, wir gehen an die Stange, Hep, nehmen die Spannung aus den Schultern, hier hoch, runter, komplett hoch, und runter. Machen, wie gesagt, so viele wir gehen. Danach direkt auf den Boden, machen den Liegestütz, Tiger Band, vor, hoch. Nochmal in Slow-Mo, ich weiß, viele verstehen es nicht. Runter und dann von hier mit den Händen auf die Unterarme nach hinten, Hintern raus, Hintern wieder vor und hoch. Und machen noch hier so viele Wiederholungen wir gehen. Und die dritte im Zirkel sind dann Australian Pull-Ups. Ihr könnt hier hochgehen, bisschen breiter. Holt mit den Beinen Schwung, vor, zurück, Beine hier hoch, hier reinklemmen und dann rudern. Langsam runter aus den Schultern, hochziehen. Langsam runter aus den Schultern, hochziehen. Das ist die dritte Übung und ihr macht, wie gesagt, alle 3 direkt hintereinander ohne Pause und das dann 3-mal. Let's get it! For those who surround you, need no funny kind. You can't see what's on my brain. I live inside my mind. Out of space and out of sight. You need me in my line. Need no face, don't need no phonies. No, no, no. Need no snakes, no. Wie gesagt, jeden Zirkel 3-mal durch, bevor ihr zum nächsten geht. Und dazwischen könnt ihr dann eine Satzpause von circa 2 Minuten machen. Der nächste Zirkel, die nächsten 3 Übungen. Wir starten mit Straight Bar Dips. Das heißt, ihr geht eine Stange einmal kurz vor. Hoch damit, nehmt die Arme ein bisschen enger, lehnt den Oberkörper vor zur unteren Brust und dann von hier hoch, runter. Im Fokus hier der Trizeps sowie die untere Brust. Wenn ihr hier so viele gemacht habt, wie ihr könnt, wieder runter, einmal im Untergriff, Chin-Ups, heißt hier runter, hoch. Auch hier mit den Schultern arbeiten, volle Range of Motion mitnehmen. Habt natürlich hier ein bisschen mehr den Bizeps drin, weil ihr proniert seid, von dem Unterarm. Und dann gehen wir zur dritten Übung runter, das sind die Pike Push-Ups. Heißt, die Hände leicht nach innen zeigen, ein bisschen enger. Kopf runter, Hintern hoch, hier runter, hier hoch, hier runter, hier hoch. Durch diesen negativen Winkel habt ihr natürlich die obere Brust ein bisschen besser drin. Also, auf geht's. Everything is on me, gon' back it up. Matter what, told you I'ma do me. Why you hating on me? It's not adding up. I
do roll like a Mack truck. Country heart, I'm a cop of farm and go act up. Lot of scars, I was cold hearted, now I'm back up. Keep it real, I do this once a month, I don't rap much. I just take the money and go stack up. Only buying Carhartt, car cards, to get tatted up. Kommen wir zum dritten und letzten Zirkel. Die erste Übung daraus sind ähnlich wie Australian Pull-Ups, allerdings wollen wir die hintere Schulter treffen und ziehen uns daher nicht zur Brust, sondern wir gehen weiter runter, nehmen die Ellenbogen hier seitlich raus auf 90 Grad und ziehen zur Stirn und gehen hier runter. Zur Stirn und hier runter. Und wichtig ist wirklich, dass ihr mit den Ellenbogen hier die 90 Grad trefft, damit wir die hintere Schulter drin haben und nicht so sehr den Latissimus. Machen so viele wie gehen. Gehen dann direkt weiter auf den Boden und machen die Side Plank Raises für die seitliche Schulter. Ist ähnlich wie Seitheben mit der Kurzhantel. Ihr nehmt die Hand hier nach außen, guckt, dass die Schulter über der Hand ist. Geht hier hoch in den Side Plank. Lasst euch jetzt komplett in die Schulter reinfallen und drückt aus der Schulter hoch. Komplett runter, hoch. Und wirklich nicht mit dem Core oder mit der Hüfte arbeiten, sondern versucht hier alles tot und aus der Schulter hoch zu pushen. Macht natürlich dann pro Seite so viele wie gehen. Und die letzte Übung im Zirkel ist dann nochmal Skull Crusher für den Trizeps. Da brauchen wir dann eine Stange, wie sowas hier. Ich gehe auf die andere Seite. Greift eng, Hintern hoch und wir bringen jetzt den Kopf Richtung Boden, unter die Stange. Also komplett runter. Und von hier aus dem Trizeps wieder hoch. Runter, aus dem Trizeps wieder hoch. Vermeidet mit dem Rücken zu arbeiten oder aus den Beinen oder mit Schwung raus. Wirklich isoliert der Trizeps. Dritter Zirkel, auf geht's. Und das war's. Wie gesagt, Zirkel 1, dreimal durch. Zirkel 2, dreimal durch. Zirkel 3, dreimal durch. So viele Wiederholungen wie gehen. Und der Vorteil bei so einem Zirkeltraining ist, es macht halt Spaß. Es ist mal was anderes im Vergleich zur Satzpause, Satzpause, Satzpause. So kannst du deine Zeit besser nutzen. Vor allem, wenn du draußen trainierst, sind vielleicht noch ein paar Leute da, es ist gute Luft, ein bisschen Musik. Dann macht es einfach Fun. Und darum geht es letztendlich auch beim Training. Weil es ist eure Freizeit, es ist meine Freizeit. Und die sollte man natürlich auch so ein bisschen mit Spaß füllen und nicht nur Leistung, Gains und so hardcore auf Fortschritte gehen. Wenn es keinen Spaß macht, dann macht es auch keinen Sinn. Von daher sucht euch eine Trainingsmethode, die euch langfristig auch unbedingt Spaß macht. Ähnlich wie das hier ist auch mein Hybrid-Trainingsprogramm aufgebaut. Da könnt ihr auch mit dem eigenen Körpergewicht komplett trainieren, im Calisthenics Park oder daheim, mit Kurzhanteln daheim oder auch komplett im Gym und das flexibel wechseln. Je nachdem, wie ihr Lust habt, wie viel Zeit ihr habt, ob das Wetter gut ist oder nicht. Und das ist so meiner Meinung nach der wichtigste Punkt bei dem Fitness Programm, dass du flexibel bist. Vermisse ich bei vielen anderen ehrlich gesagt, aber gut, so ist es nun mal. Nicht vergessen, nächste Woche, nächsten Sonntag, genau das gleiche, nur für die Beine und den Bauch, damit ihr den ganzen Körper in zwei Einheiten habt und das könnt ihr dann auch im Zweiersplit so trainieren, immer im Wechsel. Aber dann sehen wir uns nächste Woche, falls ihr den Kanal abonniert, falls ihr Fragen habt, unten in die Kommentare. Coach Steph, wir sehen uns bis dahin. Peace!